Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathod, beim Clan True Warriors. Ja, ich will heute mal wieder so ein bisschen live hier beim Clan True Warriors dabei sein. Es ahnt natürlich mal wieder keiner, dass der Toto sowas mal wieder plant. Aber ich denke mal, das ist genau das Richtige für die Nachbereitung des Streams von gestern Abend. Also ihr hört das, ich nehme ganz, ganz aktuell hier am Sonntag spät Nachmittag auf. Und weil ich habe einfach Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe einfach Bock auf Clankrieg. Zumindest aufnehmen. Also ich bin mit einem Charakter ja dabei, aber leider nicht mit dem Thorsten. Und ich muss echt sagen, ich muss einfach mal wieder ran und freue mich auf jeden Fall, dass ich mit euch den Community Clan diesen Monat noch spiele. Denn dort werde ich auch alle Helden beisammen haben. Das heißt also, dort macht dann mein Warden mal so kurze Levelpause von ein, zwei Tagen. Und dann spiele ich mit euch. Aber schönes Ding hier vom Kevin. Ich bin auch gleich eingestiegen, denn genau diese Folgen hier, die sind immer ganz, ganz zeitnah. Ich kann es ja gar nicht planen. Es ist nicht abgesprochen und ich komme immer dann genau rein, wenn hier die Action eigentlich losgeht. Und ja, so haben wir hier richtig krasse Live-Action. Ihr seht das unten, ist eine Live-Replay, also keine Wiederholung. Und der Kevin hat das hier ganz gut gemacht. Ich muss mal selber sehen, welche Base ich mir denn mit meinem RH9er ausgucke. Denn so ein bisschen will man sich ja vorbereiten. Und ich schaue mal, wo ich so gelistet bin. Also nach wie vor orientiere ich mich so ein bisschen an dem, wo ich selber gelistet bin. Ich bin ein relativ hohes RH9. Und vor mir ist eigentlich immer nur Jan, der mit seinen 30er Helden hier thront. Und gucken wir mal, 18. Wo landen wir hier bei der 18? Das Matchmaking, ihr seht das hier, der 17. ist ein RH11. Ist mal wieder ein bisschen komisch. Ich gucke aber mal den 18. an, ob wir hier was reißen können. Also ausschlaggebend für mich sind eigentlich immer Helden. Vor allen Dingen Heldenlevel. Und da ist der Kollege hier noch nicht ganz so super gut. Was man hier sicherlich so gut machen kann, allerdings werden mir die Feger dort gar ausmachen, wäre natürlich ein Luftangriff, denn ihr seht das hier, der Bogen steht auf Boden und der auch auf Boden. Also eigentlich ist es ein Luftopfer hier. Die Clanburg bekommt man, ja, die bekommt man mit Eil und Loons, bekommt man die gelockt. Und dann kann man das Ding eigentlich hier überfliegen. Aber so richtig die Base ist es, glaube ich, nicht. Mal sehen, wir gehen mal einen runter, wie das hier aussieht. Boah, das sieht auch cool aus. Beide Helden hier auf der Seite und die Luftabwehren hier relativ tief. Das ist unter Umständen was für ein Packerwalk. Die Base ist jetzt auch nicht so super stark, sehe ich. Aber es könnten natürlich coole 3 Sterne werden und ich würde sagen, ich baue mal mit meinem RH9 so einen Packerwalk. Können wir da eigentlich den 17er auch mit erledigen. Also so gucke ich immer so ein bisschen hier. Und auch den 17er denke ich mal. Ah, der wird schon ein bisschen schwieriger. Der wird schon ein bisschen schwieriger. Hier hat das Rad auch sogar draußen. Wunderbar. Und der hat aber schon ein bisschen mehr Def. Der hat 3 X-Bogen. Das ist schon ein bisschen haariger. Hat auch schon die Türme alle relativ hoch. Also das ist schon eine schwierige Geschichte für einen RH9. Die Base ist auch sehr groß. Und ich gucke mal, wo ich mich rein orientieren kann. Und dann ja, bleibe ich mal einfach dran hier und gucke mal, wen ich hier noch vor die Linse kriege. So, gesucht, gefunden. Da ist er, der Pit. 18 auf 19, gehen wir mal gleich rein und gucken mal, was sich der Pit für die Base hier überlegt hat. Ja, wir haben jetzt eben so ein bisschen rumdiskutiert. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht. Wir haben unten im Moment so ein bisschen schwächere Bases, muss man sagen. Also der Gegner hat schwächere Bases. Da ist es so ein bisschen, kleines bisschen der Langweiligkeitsfaktor mit drin. Aber ich finde, jeder sollte hier so ein bisschen das Recht auch auf Sterne haben, um auch mal zu zeigen, was er kann. Und ich sehe das ganz, ganz häufig auch im Two Wars 2 Clan. Ich meine, klar, wir sagen natürlich immer, unten macht eure Angriffe schnell, damit wir von oben runter planen können. Muss ein Zehner an die Neuner ran und so weiter. Aber ich finde, jeder sollte so ein bisschen das Recht auf wenigstens mal einen ordentlichen Angriff auf eine nackte Base haben. Und nicht hier vorstürmen, so nach dem Motto, so, ich mache jetzt 19 und 20, ist nur ein Beispiel, und nach mir die Sinnflut und sich dann auch noch hinstellen und sagen, ja, 6 Sterne, hurra, ja, und die anderen können dann nur noch höher angreifen, holen vielleicht 1 Stern beim RH11er oder 2 Sterne beim RH10er, die nicht reichen werden am Ende, und kann dann natürlich nur sagen, ach, nur 2 Sterne, ich habe zwar gewonnen, aber nur 2 Sterne, und ich weiß nicht, wie ihr das haltet, lasst ihr da den Leuten auch so ein bisschen die Chance, um mal zu zeigen, dass auch alle was können, oder sagt ihr auch, Leute, haut rauf, steht bei uns in der Clan-Beschreibung, wer pennt, der brennt, klar, wer pennt, der brennt, aber ich meine, man kann auch, so ein Krieg geht ja auch 24 Stunden,
Und jeder ist hier relativ aktiv, der im Clankrieg mit dabei ist. Und dann kann man schon vorher sagen, also ich habe es jetzt gesagt, welche Nummer ich mache mit dem Alex. Und komischerweise kam dann auch gleich wieder, drei, vier Zeilen darunter hat dann gleich wieder einer geschrieben, ich mache die, nicht, dass ich das gerade geschrieben habe, dass ich die gerne machen will, nein. Aber wir haben uns ja jetzt geeinigt und mal gucken, ob das hier beim Pit noch was wird. Das wird eine ganz enge Kiste hier, glaube ich mal. Denn er hat noch Flächenschaden da zu bewältigen. Okay, der X-Bogen ist weg. Hat jetzt noch zwei Hexen in der Mitte. Oh, die gehen drauf. Au, oh, das, oh, die haben wehgetan. Au, oh, au, oh, au, oh, die Riesenbombe hat nochmal richtig wehgetan. Und ich denke mal, selbst wenn er jetzt die drei Defense-Gebäude hier noch schaffen würde, dann wäre das ein zeitliches Problem, glaube ich. Denn außen ist auch noch was zu machen hier. Ich denke mal, ah, das wird eine ganz knappe Kiste. Die Hexen werden, glaube ich, nicht mehr ihre Skelette zeitig rausbringen, so dass der Tesla hier, ja, der Flächenschaden jetzt von dem Magierturm ist einfach ein bisschen heftig, muss man so sagen. Und jetzt nützt es natürlich nichts mehr, den kleinen Mini-Gole hier zu heilen. Also schade, 90% ist immer ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, cooler Angriff. Und das meine ich damit. So, jetzt hat der Pit seinen Angriff hier rausgehauen und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, ohne Worte. Echt ohne Worte, ey. Alter, ich kann es gar nicht glauben. Jetzt guckt euch, ich meine, guckt euch den Kevin an. Der hat jetzt eben schon drei geholt. Und jetzt auf diese Base hier, das ist was für einen Achter. Hätte ich mal fast gesagt. Hier kann ein Achter schön Go Hawk oder ein Go Vibe drauf üben. Und jetzt geht hier so einer ran mit 17er Queen, 18er King. Ja, tut mir leid, auch wenn es jetzt blöde aufstößt oder negativ aufstößt, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, 6 Sterne, geil, habe ich hier gerissen, den CK. Und Hocke hat jetzt selber gerade noch geschrieben, dass wir bitte Beauty auch noch was überlassen da unten, weil es da unten sowieso schon langweilig ist. Deswegen dieses Thema, das beschäftigt mich auch schon immer ein bisschen länger. Wie kann man das ein bisschen fairer gestalten hier? Sollte man vielleicht, ja, weiß ich nicht, so eine Pause einbauen, sodass, wenn einer jetzt einen CK-Angriff gemacht hat, er nicht binnen der nächsten 3 Minuten dann seinen nächsten machen kann, sondern erstmal eine Wartezeit hat von einer Stunde oder so, sodass dann andere unter Umständen in den Genuss kommen, ihren ersten Angriff auf so eine Base hier zu machen. Also ihr hört das schon, ich schlage schon wieder gerade mit der Faust auf den Tisch, denn das ärgert und wurmt mich hier schon wieder. Ich meine, es sind unten ja nur bis 25 die Bases. Und der Kevin hätte sich ja jetzt im zweiten Angriff, letztendlich ist er da auch selber schuld, ein bisschen weiter nach oben orientieren können, denn wir sind ja noch im Vierfach-Event hier. Also es gibt ja noch richtig, richtig Lot hier. Und ich habe eben auch gesagt, ich kann auch mit dem Alex-Account die 1 und die 2 machen. Da mache ich nämlich jeweils einen Stern mit meinem RH9. Und das gibt mal richtig Bonus. Das ist nämlich mit einem Mal, ist die Clanburg da voll. Also mir ist das auch egal. Ich hake das dann ab unter einen sogenannten Übungsangriff. Und aber jetzt haben wir hier unten, also die vier hier unten, das sind keine Bases mehr, muss man einfach mal so sagen. Und für Rathaus 9 haben wir jetzt noch die 19, die 17 vielleicht, mal gucken. Und wir haben auch noch jetzt so viele Neuner, das kommt ja noch dazu. Also alle, die hier unten jetzt sind, der Lichtel, der Popi, der Knockout, Prinz Arthur, okay, das sind Achter, die müssen sich jetzt schon nach oben orientieren. Der Jan sowieso, Flashdub ist ein Zehner, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich fand den Angriff jetzt in Ordnung, keine Frage, ist ein 3-Sterner. Aber ich finde es fairer, wenn jeder so ein bisschen seine Sachen machen kann, seine Sterne auch einbringen kann. Denn jeder will ja sich auch selber ein bisschen einbringen. Also warten wir mal auf den nächsten Angriff und ich bereite meinen einfach mal weiter vor. So, ich sehe, dass hier angegriffen wird und zwar vom Knockout, einem RH8. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Knockout, müsste ich nachschauen, geht jetzt, glaube ich, aber auch auf RH9. Das heißt, unsere RH8er schwinden hier auch mal wieder. Nicht in Windeseile. Der Knockout ist auch schon ewig RH8, also genauso wie ich mit dem Schief-Account. Und mal sehen, ob er das noch drauf hat hier. So ein Drachenangriff. Die sind ja manchmal ein bisschen tricky, aber im Moment kann man natürlich super im Drachen-Event mit den Drachen vor allen Dingen üben. Und er hat da hier aber eine Luftabwehr, nämlich die wahrscheinlich hinter der Clanburg geblitzt. Das sieht man hier noch an den Einschlägen, an den Kratern. Ich denke mal, das war auch die richtige Wahl. Ich nehme diese auch immer gerne, habe ich ja in meiner Drachenfolge auch erklärt. Gerade wenn es darum geht, etwas zu blitzen, dann nehme ich immer die
weit entfernteste Luftabwehr, die ich dann blitze, denn der nähern sich ja meine Drachen letztendlich und sind dann sehr, sehr lange im Beschuss von der letzten Luftabwehr. Aber ich glaube, hat er hier gut gemacht hier auf das R8 hier. Und ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen umentschieden mit dem Alex. Also ich werde heute zwei Angriffe mit dem Alex-Account machen. So, da habt ihr es nun. Und da könnt ihr euch überraschen lassen, welche beiden Bases ich mir da ausgeguckt habe. Ich agiere jetzt nämlich auch mal so nach mit die Sintflut. Ich mache jetzt meine beiden Angriffe. So nach dem Motto, da wo ich drei Sterne sehe, da mache ich auch drei Sterne, denn das muss ich mir gerade anhören hier. Da hätte man auch ein bisschen höher greifen können, sage ich jetzt mal. Das ist nichts gegen den Kevin. Aber ich meine, wenn ich drei Sterne sehe, dann kann er noch tiefer gehen. Dann gehe ich auf den RH8, da sehe ich immer drei Sterne. Ist natürlich auch nicht so das Ding. Aber das Ding hier hat der Knockout hier gemacht. Und so, ich bereite mich jetzt auf jeden Fall auf zwei Nummern vor. Welche es denn werden, das werdet ihr dann gleich auf meinem Tablet sehen. So, und das, was am Sonntag, beziehungsweise am Samstag gar nicht geklappt hat, dass ich nicht auf mein Tablet schalte. Nach der Aufnahme funktioniert ja plötzlich alles wieder. Also ich kann natürlich auf meinem Tablet hier rumswitchen und ich habe mir als ersten Gegner hier ausgedacht. Nein, ich habe mir erst gedacht, ich mache die 19, ist ein RH9. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen höher geguckt. Wir haben dann gesehen, 17, 16 sind schon ein bisschen knackiger. Aber ich habe gedacht, Toto, die 15, die guckst du dir mal an. Und habe eigentlich und habe plötzlich festgestellt, also ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Ich glaube, der hat keinen Feger. Der hat beide X-Bögen auf Boden und Max Tesla. So muss man es ja sagen. Die Base checke ich jetzt einfach an. Ich habe einen Gula Luna am Start und mal sehen, ob mir das gelingt hier auf die Base. Es gibt ganz netten Bonus. Ihr seht das hier links oben. Es gibt übrigens nicht vierfach. Entschuldigt bitte, es gibt zweifach. Ich hatte mich eben versprochen, dass ich gesagt habe, es gibt vierfach Bonus. Nein, es gibt zweifach. Aber wenn ihr überlegt, ich mache zwei von diesen Angriffen hier, da geht schon richtig was im Lager. Ich weiß nicht genau, wie meine Golems jetzt laufen werden. Ich weiß, dass sie scheiße laufen werden. Aber ich lasse sie einfach laufen. Ich lasse sie einfach laufen. Ihr wisst das. No risk, no fun. Und dann geht das hier los. In den Angriff hier. Er hat auch nur eine kleine Clanburg. Ja, was heißt kleine Clanburg? Es ist ja schon eine Clanburg, aber es ist jetzt nicht so die Endbringer-Clanburg, denn da kommen nur 25 Truppen raus. Also maximal Drachen und einen Lohn. Und ich gucke mal jetzt, wo der Golem hier hingeht. Okay, der geht richtig. Der Golem geht schon mal richtig. Und ich lasse hier jetzt noch einen raus. Okay, der geht nach da. Der geht auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich hau hier jetzt schon mal die Bowler raus. Ohne großartig jetzt zu funneln hier. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Queen da weggemacht wird. So, gucken wir mal, wo gehen denn die Mauerbrecher hin? Okay, die laufen mal so richtig suboptimal. Da muss ich jetzt eigentlich was machen, was ich eher selten mache. Ich muss hier jetzt schon mal meinen Sprung bringen. Alter, was ein Chaosangriff, aber ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. So, da kommen seine Clanburg-Truppen. Die machen wir erstmal zunichte hier. Und jetzt habe ich natürlich da innen drin gar nichts. Ich kriege ja, glaube ich, nicht mal doch eine Luftabwehr habe ich geschafft. Und mal sehen, ich muss jetzt lange mit meiner Queen warten, denn die werden gleich auf meine Queen zukommen, denke ich mal. Oh, da ist ja doch kein Max Tesla. Okay, jetzt muss ich sie aber schon mal zünden. Und der Drache lebt allerdings noch. Das ist ein bisschen hinderlich, muss ich mal so sagen. Aber mal sehen, ob wir den nicht noch irgendwo wegkriegen hier an der Stelle. So, ich nehme mal meine beiden Lakaien hier mit rein. Und das müssen jetzt irgendwie die Hunde machen. Die Hunde müssen ja jetzt irgendwie aufplatzen hier. Dass ich den Drachen da wegkriege, das ärgert mich natürlich unheimlich. Na komm, die kleinen Lava-Puffs müssen den irgendwie machen. Oh, mach doch irgendwie den Drachen da weg. Oh, nee. Ach, das ärgert mich. Alter, das ärgert mich jetzt. Und jetzt schaffen die das nicht. Komm, weg da. Zieh durch. Okay, der Angriffer Grütze. Ach. Guckt euch mal den scheiß Drachen an. Ey. Der hat keinen einzigen Healpoint mehr. Einen Strich Healpoint hat er noch. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Naja, gut. Also, die Base hier doof angegangen von mir, muss ich mal so sagen. Ich hoffe, es hört keiner. Letztendlich ist es mir egal. Ich kriege den Bonus sowieso und orientiere mich einfach jetzt ein bisschen weiter unten. Aber der Angriff war wirklich essig auf diese schlechte Base hier. Ohne Feger, aber ihr habt das ja gesehen. Die Golems sind wirklich, wirklich beschissen gelaufen hier. Ich gucke mir die Base nochmal an und ich wusste es ja auch irgendwie. Ich habe es ja auch gesagt, ich weiß nicht, wohin die gehen, in diese offenen Stellen hier. Die sind richtig, richtig blöde. Ich meine, da geht normalerweise kein Riese durch. Hier.
und auch kein Golem, denn die werden hier so an dieser Mauer, die ich gerade anmarkiere, da standen die ja auch und das war irgendwie ein bisschen hinderlich. Ich habe zwar meine Bowler gezogen, aber bin dann mit meiner Queen leider nicht an die Truppe gekommen. Ist nicht so schlimm. Ich hoffe, es hört keiner. Ich mache den nächsten Angriff und lasse gerade die Helden regenerieren und dann sehen wir uns zum zweiten Angriff nochmal wieder. Okay, ich springe ganz, ganz schnell mal rein hier noch auf dem Tablet, denn der Jan versucht sich gerade an der 18 hier, also 17 auf 18, mal gucken. Das ist eine knackige Base hier. Und ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, das wird auch nichts. Das wird auch nichts, also Hexen und Bowler ist hier vielleicht auf diese Base nicht so der Heilsbringer. Aber ich muss gestehen, mit meinem RH9 habe ich auf diese Base auch keine Idee im Moment, wie man die knacken kann. Die kann man sicherlich knacken. Ich würde jetzt sagen, nachdem zwei Hexenangriffe hier gescheitert sind, versucht es einfach der nächste Mal mit dem Gohok. Kann ja auch mal was bringen, aber hier auch in dieser Base hier sind die Fallen, glaube ich, ganz, ganz gut gesetzt. Ich meine, er hat jetzt seine Queen noch am Start, kann sie auch noch zünden, aber es ist einfach noch ein bisschen zu viel Def da. Und jetzt fängt sie schon an auf die Mauern zu ballern. Die Heiler müssten jetzt so langsam umschwenken, oder der eine Heiler hat er auch gemacht, aber ihr seht das, selbst der eine Tesla hier, der zwingt die Queen schon ganz schön in die Knie. Das heißt also, die Heilung kommt jetzt schon nicht mehr so stark bei der Queen an. Und jetzt zündet er auch, wie immer, Riesenbombe, wenn du die Queen zündest. Und jetzt auch noch eine Luftbombe, wenn die Queen jetzt gar keine Chance mehr hat. Also, das bleibt hier auf jeden Fall bei dem Stern. Und ich gucke mal, ob meine Helden jetzt schon fertig sind. Die sind fertig. Dann will ich mal eben ein paar Bowler anfordern. Bowler und Gift brauche ich. Aber ich belasse das jetzt mal dabei, was hier drin steht. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Ich denke immer, ich bin eigentlich immer schnell genug. Mit dem Spenden hier. So, einmal das hier. Gift. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, ich bin einfach mal ein bisschen schnell genug gewesen. Jetzt habe ich hier auch die Bowler und kann jetzt die 19 attacken. Ich attacke jetzt die 19. Die hatte ich mir eigentlich als erstes auch rausgesucht. Komischerweise, aber nein. Ich vermute, wenn ich Pech habe, dann stecken hier hinten, ja, ich weiß nicht, ob da noch Troll-Teslas sind. Hier könnte einer stecken, an der Bauhütte hier, an der hier. Aber wir gehen einfach mal rein, mal sehen, ob es mir gelingt, wie ich diese Base hier knacken kann. Weiß ich nämlich auch noch nicht. Denn die Helden müssen in jedem Fall weg. Und da muss ich breite Brust voraus rangehen hier. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier mit einem Babydrachen rein und ich checke jetzt schon mal, ob hier hinten Troll-Tesla ist. Nein, ist es nicht. Okay. Da ist schon mal kein Troll-Tesla. Und wo wollte ich dann eigentlich weiter funneln? Eigentlich wollte ich hier weiter funneln. So. Einmal hier mit dem Magier. Und jetzt muss ich gleich allerdings auch schon meine Packer ziehen, das mache ich hier jetzt auch. So, da kommen jetzt die Packer ins Spiel. Die Heiler dahinter und jetzt machen die das dicke Lager und das Elex-Lager und dann geht es hier ab in die Base hier mit den Packer, mit dem Bolan und mit der Queen. King dahinter. So, da kommt jetzt ein Drache raus. Okay, das ist in Ordnung. Oh, wir haben einen Heiler zu wenig. Sehe ich gerade. Jetzt muss ich aber schon mal meine Meute hier so ein bisschen in Wut bringen, dass jetzt auf jeden Fall die Queen auch stirbt, denn die muss auch mit weg. Jawohl, das ist uns gelungen. Dann lassen wir die hier erstmal noch ein bisschen laufen und geben den Ganzen jetzt noch mal ein bisschen Wut, inklusive Helden und der Päcker. Die gehen jetzt nämlich schon so ein bisschen komisch. Ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Oh, mein Babydrachen da hat gut überlebt. Und jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier meine Hocks, ich glaube, ich bringe jetzt die Hocks von der gegenüberliegenden Seite rein. Ich bringe die jetzt von der gegenüberliegenden Seite rein und zwar alle. Ich ziehe hier alle rein und gucke mal, wo die jetzt Heilung brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass sie da Heilung brauchen. Und jetzt habe ich schon ein paar Skelette an der Hacken, das ist aber nicht so schlimm. Ich gucke mal, wo die so hin tippeln. Und ich würde sagen, die gehen ja jetzt in jedem Fall nach da. Hier brauchen wir auch noch mal ein bisschen Heilung. Hier den Magier gesetzt. Ich glaube, die Base hier ist auf jeden Fall besser geworden. Sie war jetzt auch nicht maxed out hier. Aber ich glaube, dass mit dem Packer hier noch, dem Bowler da, ich habe keine Ecke, glaube ich, vergessen. Nee, ich habe keine Ecke vergessen. Und habe jetzt noch die Packers hier.
wie niedlich hier die Schweinereiter an der Luftabwehr. Ja, macht sie weg. Und jetzt macht er auch bitte auch noch den. Mal gucken, schaffen die das wohl noch? Den Flächenschaden hier? Ich glaube nicht. So ein Bogen, so ein Magerturm ist schon ganz schön knackig. Und zumindest ist er angehittet. Aber ich habe hier natürlich jetzt noch, ihr seht das hier unten, die kompletten Päcker. Kann meine Queen noch zünden? Wo geht der? Okay, da geht der King hin. Und, oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen gespult hier. Jetzt macht die Queen das, was sie immer macht. Eine Mauer, aber mal sehen, wer den Magierturm kriegt. Ich glaube, die Queen kriegt den Magierturm. Jawohl. Okay, also von der Seite wenigstens einmal 100% hier mit dem Packerwalk. Hätte ich es mal gleich zu Anfang gemacht, die Base hier mit dem Packerwalk und hätte mich dann nach oben orientiert. Aber ist nicht so schlimm, 3 sind 3 an der Stelle. Und ich sehe mal zu, dass wir noch aus den oberen Bereich hier reinkriegen. Also bis gleich. So, einen habe ich noch erwischt. Da ist er. Ah, der Pit versucht sich auf die 15. Okay, wir haben eben mal drüber gesprochen. Auch das kommt manchmal vor hier bei den True Warriors, dass wir über etwas sprechen. Ja, also ich habe gesagt, der Pit hat gefragt, wie mache ich im zweiten Angriff. Und wir haben dann kurz diskutiert, 16, 15, 16, 17, wobei die 15er hier eigentlich die schwächste Base von den dreien ist, muss man so sagen. Die anderen beiden sind ja eher 11 und haben viel, viel bessere Defense. Zudem haben sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Inferno-Türme haben, aber ihr seht das auch hier, auch der Pit tut sich hier schwer. Da muss man ganz klar so sagen. Ich meine, kleine X-Bogen hier, die auf Boden stehen und der Drachen, jetzt, oh, der Drachen überlebte echt lange, also könnte man sich als RH9 mal wegschnibbeln, die Base hier. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, ich hatte ja eben mal angeregt, vielleicht sollte ich mal jemand mit Hox machen. Aber ich glaube, der Pit kommt hier jetzt mit seiner Meute Hexen durch. Also ja, nach wie vor habe ich das Empfinden, ist das nicht die Heilsbringer-Armee. Man kann auch mal eine andere Armee nehmen. Oh, der King geht jetzt außenrum, aber die Queen ist in der Mitte noch schön in Heilung. Und der Gegner greift übrigens auch nicht schlecht an. Ich werde auf jeden Fall hier für euch am Ball bleiben. Oh, 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 jetzt muss er sie schon zünden da. Die beiden Kanonen und der Bogenschützenturm, die tun natürlich ziemlich weh. Mal gucken, die eine Kanone geht schon mal weg. Und jetzt kommt die Mauer dran. Ja. So, oh, 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 oh. Eieieiei, das war's. Das waren nur 2 Sterne. Oh, da müssen wir uns was einfallen lassen. Die Base, die muss dazu knacken sein. Das gibt's ja gar nicht. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem hier gefallen. Live nach live, ja. Mir war einfach danach, weiter hier live am Ball zu bleiben. Und gerade nach dem Livestream hier hatte ich richtig Bock auf Live-Kämpfe, auf selber live was machen. Ich habe zwar gestern viel live gemacht, aber wir haben ja auch viel Event gemacht. Und bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt weiter spannend hier. Das Matchmaking bleibt spannend. Auch da habe ich sicherlich wieder reichlich Diskussionsstoff. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den Sternen hier haltet. Gebt ihr jedem eine Chance, die Sterne zu machen, oder sagt ihr auch, kommt, macht weg, was weg ist, ist weg. Und nach uns die Sintflut, wer pennt, der brennt, oder was man da auch immer dann raushaut. Also ich bin nach wie vor so ein bisschen der Meinung, fair gegenüber allen finde ich es, wenn man den anderen auch die Chance lässt, ordentliche Sterne mal zu holen, um damit auch dort die Charts und die Accounts auch zeigen können, was sie eigentlich drauf haben. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall aus dieser Folge hier vom Tablet. Ihr seht, der Gegner greift auch hart an und würde sagen, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag und ich wünsche euch einen super Start. Was hatten wir eigentlich? Ja, wir hatten ja ersten Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, euer Toto. Clasht.